Hallo, Schlüsseldienst? Ja, ich stehe gerade vor verschlossenen Türen und wollte fragen, ob jemand vorbeischicken könnte, der mir hilft. Was für eine Tür das ist? Laser? Außerirdisch. Ja, Alien. 10 Minuten, okay. Bis gleich. Ciao. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Wir stehen vor verschlossenen Türen, verdammte Scheiße. Und deswegen werde ich nochmal zurückkehren müssen zu meiner Seemotte und das Zeug holen, was ich dort vergessen habe. Nämlich den Schlüssel. Aber normalerweise lassen die Dinger ja immer hier irgendwo rumliegen. Ne, warte mal, falscher Weg, oder? Ja, falscher Weg. Die lassen ja eigentlich die Sache immer rumliegen. Und deswegen bin ich verwirrt, dass es diesmal so aussieht, als hätten die Aliens daran gedacht, die Schlüssel alle mitzunehmen. Wir haben ja jetzt einige neue Infos bekommen. Und nochmal ganz herzlichen Dank wieder an dieser Stelle an alle, die so fleißig immer kommentieren. Ich habe wieder so tolle Kommentare bekommen. Unter anderem auch einen Kommentar, der... Liegt da was? Ja, Pflanze. Der unter anderem die Zusammenhänge zwischen all dem hier, warum die Basis abgestürzt ist und so weiter und so fort erklärt hat. Denn, ich weiß nicht, ob ich die Info einfach übersehen habe oder ob die noch irgendwo zu lesen ist, aber die haben ja ein Ei eines Sea Dragons festgehalten. Also für Forschungszwecke dort drin gehabt. Und da draußen haben wir die Leiche oder das Skelett eines Sea Dragons gefunden. So wie es aussieht, hat dieser Sea Dragon die Basis gerammt, hat es nicht reingeschafft, aber... Hat es nicht reingeschafft, aber das hat dafür gesorgt, dass die Basis eben zerstört wurde von den Aliens und deswegen mussten die dort fliehen. Und, ich versuche mich gerade genau zu erinnern, was da alles drin stand. Ich glaube, ja, so im Groben war es das. Auf jeden Fall war das dann die Kopfverletzung, die dafür gesorgt hat, dass das Ding da vorne gestorben ist. Voll traurig eigentlich und irgendwie voll die dramatische Geschichte. Und ich bin voll glücklich gerade, dass wir gar nicht so weit weg sind von der Seemotte. Ich muss es nur schaffen, lebendig rüberzukommen. 400 Meter. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Nicht wahr? Nicht wahr, Franz, altes Haus? Du bringst mich sicher hier raus. Gemeinsam schaffen wir den Weg nach draußen. Und werden diesen gottverdammten, wunderschönen Ort für immer verlassen. Nein, natürlich nicht für immer. Für die nächsten Folgen dann zumindest. Denn ich habe ja einiges vor. Ich möchte einen Scannerraum bauen. Ich möchte auch den Community-Raum ausbauen. Ich möchte, überleben. Das wäre so schön, überleben. Das wäre echt ein Traum. Ein feuchter Traum. So. Liebe Seemotte, ich werde dich jetzt ganz kurz beehren. Ach ja, ich muss ja was fressen. Moment. Ich hatte ja einen Fisch dabei. Das muss vorerst reichen. So. Falsche Seitentasche. Das war so klar. Warum rauchst du eigentlich? So, ich kann ja derweil... Ja, ich gebe die derweil da rein. Das passt so. Ja. Ich werde trotzdem noch ganz kurz schauen, dass ich ein paar Fische noch sammle hier. Fische, 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 Fische. Das ist ein Messmal. Das ist keine gute Idee. Fische, 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 Fische. Fisch. Hapa. Nee, warte mal, das ist ein Schwarm. Ich finde es gemein, sonst könnte ich einfach den Mund aufmachen und die schwimmen mir alle rein. Fisch, zeig dich. Egal, ich werde jetzt zurückkehren. Und gehe davon aus, dass wir unterwegs noch Fische finden werden. Hauptsache, ich habe den Schlüssel jetzt dabei. Ja, ja, ja. Sabine. Das sind Fische. Und ein Messmer. Ich habe Angst. Messmer, geh ja weg. Das sind voll viele. Also voll viele ist gut, aber da ist wieder ein Messmer. Es ist unfair. Ich habe Angst vor denen. Die sind viel zu mächtig und stark und psychisch labil. Nehme ich. Als ob er gerade gewartet hätte darauf, dass ich ihn fange. Na, du möchtest du von mir gefangen werden? Ich glaube ja. So. Verspeise ich euch. So. Ein Traum. Ein köstlicher Fischtraum. Der in meinem Magen verschwindet und von meiner Magensäure verarbeitet wird. Also ganz im Ernst, so viel Fisch wie ich esse, da müsste ja meine Pisse eigentlich schon voll nach Fisch riechen. Moment, warte mal, mein Anzug verarbeitet ja meinen Urin und meinen Schweiß zu Getränken. Aber nachdem ja die Geschmacksneutralisation nicht funktioniert... Heißt das, ich trinke die ganze Zeit Fischwasser? Was bin ich doch für ein glücklicher Mensch hier. So, wir sind gleich wieder da.
Komm schon, das schaffst du, das schaffst du. Sehr brav. Und Absprung. So. Ich glaube mittlerweile, diese Dinger hier sind nichts anderes wie einfach nur Halterungen. Ich hatte ja mal die Vermutung, dass die vielleicht irgendwie daraus Energie beziehen, irgendwie. Glaube ich aber nicht. Und es ist dasselbe wie das, was Dr. Octopus benutzt. Das heißt, vielleicht ist Dr. Octopus hier eigentlich der Bösewicht. Ich kenne dich. Ich weiß mittlerweile, was du bist. Oh Gott, geh weg. Verschwinde ja. Oh mein Gott. Mann, bist du aggressiv. Unfassbar. So, Eingang, du warst da oben irgendwo. Bring mich nach oben, Prawn Suit. Brav. So, das war jetzt ein kurzer, schmerzloser Trip, um unseren Schlüssel zu holen. Das heißt, es wird Zeit, diesen zu benutzen. Ich bin aufgeregt, ich bin gespannt, was es dahinter gibt. Ich hoffe, es ist mehr als nur diese eine Konsole. Oder es ist wirklich nur diese eine Konsole. Okay. Was? Alien Thermal Plant added. Wo Signal? Das da? Tatsächlich, Wärmekraftwerk. Wo ist denn das Ding? Ich weiß nicht, wo das ist. Ist es noch nicht angezeigt oder bin ich gerade einfach blind? Keine Ahnung, Moment. Da, das ist das Signal. Ich mache es mal gelb. Vielleicht sehe ich es dann besser. Da unten. Oh Gott. Okay. Ist das da, wo ich schon war? Ist das dort, wo also bei der Lava-Castle? Ich habe keine Ahnung. Es ist fast genau unter mir, aber ich komme ja von da nicht noch tiefer runter, oder? Ich glaube nicht. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe noch einen Kommentar bekommen zum Thema Selbstscan. Das habe ich voll übersehen. Das machen wir mit unserem Scanner. Das muss ich auch kurz ausprobieren. Ich möchte wissen, ob ich krank bin. Ja, sicher, aber nur geistig. Oh Gott. Ich probiere das jetzt kurz aus. Moment. Selbstscan. Performing self-scan. Bacterial infection has spread to the skin and pulmonary system. It is imperative you find a way to neutralize the infection. Okay. Mann, warum? Ich will nicht krank sein. Oh Gott. Meine Hände. Ich hätte mich nicht scannen dürfen, weil ich glaube, das löst irgendwie was aus. Ein Skript oder so, dass ich jetzt plötzlich langsam sich dahin vegetiere und sterbe. Okay, wie komme ich jetzt da runter zu diesem Wärmekraftwerk? Ich habe da unten jetzt keinen Weg gefunden. Aber ich habe nicht genau geschaut. Ich war jetzt zu abgelenkt. Moment. Ich muss noch mal kurz runter. Vielleicht geht's doch irgendwie, wenn ich da reinspringe. Ist da was? Ich glaube nicht. Und überall diese Knochen. Es ist schon unheimlich. Ich glaube, ich muss doch woanders hin. Das heißt, ich werde mal schauen, wo komme ich da eigentlich hin? Ist das jetzt da, wo ich herkomme? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, das ist der Ort, wo ich eigentlich reingekommen bin. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal da entlang und lasse mich vom Giftgas nicht stören, denn die Scheibe, die hält mich am Leben. Was mir irgendwie Angst macht. So, das heißt, ich werde hier mal nach oben springen. So. Ich hoffe echt, dass das der richtige Weg ist. Dass ich so zu diesem Wärmekraftwerk komme. Aber ich habe keine Ahnung. Muss ich da hoch? Nee. Ich will ja eigentlich nach unten. Aber es sieht auch irgendwie spannend aus. Mann, ich liebe das Biom. Es gibt hier so viel zu entdecken. Und es gibt hier so viel Mysteriöses und Unheimliches, was mich essen will und töten will und verspeisen will. Mir Knochen brechen und Fleisch und Haut vom Körper ziehen. Mit kleinen spitzen Zähnchen.
Es ist so schön und romantisch. Moment, Alien-Daten. Dieses Gerät scheint außerirdische Sabine, ich lese. Dieses Gerät scheint außerirdische Forschungsdaten zu enthalten. Es scheint, dass die außerirdische Zivilisation einem Massenaussterben gegenüberstand, welches vom Bakterium ausgelöst wurde. Sie erbauten diese Anlage, um die Infektion und mögliche Heilmittel in Abgeschiedenheit zu studieren. Von den aufgezeichneten Exemplaren überlebte nur eins, die Infektion mit dem Bakterium. Aha. Die nächste Übersetzung ihres Symbols für dieses Exemplar wäre Herrscher. Ist das jetzt der Sea Emperor? Weil ich habe den Kommentar bekommen, der gesagt hat, dass der das Heilmittel hat. Aus irgendeinem Grund war diese Anlage unzureichend. Anlage unzureichend, das passt schon. Um die Herrscherprobe zu studieren, weshalb sie stattdessen in einer extra für diesen Zweck errichteten Anlage irgendwo anders auf dem Planeten gehalten wurde. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sich das betreffende Exemplar noch in dieser Anlage befindet, ist es möglich, dass die außerirdischen Forscher Informationen über die Heilung, nach der sie suchten, hinterließen. Verweise auf die Herrschersicherungsanlage in den Daten sind knapp, doch Vorschläge geben Hinweise auf vulkanische Aktivitäten in einer Tiefe von etwa 1200 Meter. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen bestimmt dorthin, wo ich das letzte Mal schon war. Ich werde das Gefühl nicht los, dass... Warte, ich brauche sicher den Schlüssel, oder? Kann es sein, dass ich den Schlüssel dafür brauche? Ich möchte mal hinschauen. Vielleicht haben wir ja Glück und wir brauchen keinen Schlüssel. Oder aber es ist dieser orange Schlüssel, den wir gefunden haben, den ich ja gerade bei mir habe. Ich schaue jetzt einfach mal hin. Was soll schon passieren? Ich meine, es sind Sea Dragons dort. Die sind doch niedlich. Die sind lieb. Die wollen doch nur spielen. Mit meiner Leiche. Na du? Geht's dir gut? Fast. Uah, Hilfe, Hilfe. Haha, hab dich. Nimm mich mit. Nee, oder ich nehme dich mit, wie es aussieht. Ich sollte nicht so viel Zeit verschwenden. Ich bin hier, um mein Leben zu retten. Ich bin krank, verdammt. Ich bin krank und ich brauche das Heilmittel. Koste es, was es wolle. Außer mein Leben, bitte. Das nicht, weil das wäre so sinnlos. Ein Heilmittel zu suchen und das mit dem eigenen Leben zu bezahlen, ist kontraproduktiv. Hui. Was für ein Spaß. Ich bin ja so gerne hier. Habe ich jetzt irgendwas geweckt? War das laut? Ich hoffe nicht. Okay. Ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass ich noch Fisch sammle, bevor ich in die heiße Gegend komme. Da gibt es einige Fische. Die werde ich mir jetzt alle schnappen. Okay. Komm her. Warte mal. So habe ich. Oh, Warper. Und Larve. Larve ist mir egal. Eigentlich nicht. Ich soll mich ja in Ruhe lassen. Weh, die beklebt mich. So. Jetzt rein mit uns. Nein, rein. So. Keine Larve in Sicht, okay. Mampf, Mampf, Mampf. Und weiter. Da vorne ist es. 1200 Meter in die Richtung. Okay, ich bin bereit. Komme, was wolle. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, was mich erwartet. Aber es soll so sein. Diesmal bin ich vorbereitet. Einigermaßen überhaupt nicht. Verdammt. Ich werde so versagen. Hui, warm. Noch mehr warm, überall warm. Oh Gott, ich muss nachher nochmal die Energiezelle wechseln, weil die hat ja zwei, unser Franz. Das heißt, das werde ich, glaube ich, jetzt noch schnell machen, ja. Das werde ich jetzt noch schnell machen. Warte mal, das ist jetzt die mit 1% und du hast jetzt noch 30, okay? Du bekommst jetzt die mit 100. Jetzt habe ich 65%. Das sieht schon besser aus. So. Und ich muss echt darauf achten, dass ich keine dieser Lavalarven abbekomme, denn ich habe einen Kommentar bekommen, dass die tatsächlich Energie ziehen. Die fressen meinen Prawn-Suit. Also nicht den Suit selber, sondern seine Energiereserven. Das sieht auch spannend aus. Sind das Pilze oder was ist das? Ja, das sind Pilze, okay. Was ist dort ein Fisch? Habe ich ihn erschlagen? Ich glaube ja. Aber was soll's? 900 Meter. Ich frage mich ja, welches jetzt das ist. Ist das das in der Lava Castle oder das, wo wir dann zum Schluss in der... Was, die vorletzte Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, hi und tschüss. Wir sehen uns nie wieder. Ich habe nämlich ein bisschen Angst vor dir. Auge, Auge.
Ach, hier kriege ich jetzt Schaden. Okay, aber zum Glück, es ist nicht viel. Es ist nicht so viel Schaden, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ich sterbe gleich. Sondern es ist gerade so viel, dass ich sage, ich sollte nicht unbedingt länger... Nein, 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 nein! Verzieh dich. So, okay, funktioniert. Passt. Mann. So, Fische fressen. Da, eins, zwei. Einfach nur, weil es geht und weil ich es kann. Verdammt! Schwefel. Moment, Schwefel. Was? Oh, oh. Wo ist das Schwefelteil da? Ich habe gerade irgendein ungutes Geräusch gehört. Ich werde wieder am Boden bleiben. Am Boden der Tatsachen. Wo steckst du? Irgendwo bist du doch. Ich weiß es. Ach, da drüben. Okay. Mann. Ich habe übrigens gelesen, für das Geräusch des Sea Dragons haben sie unter anderem Aufnahmen von Elefanten verwendet. Und mit irgendwas anderem gemischt. Ich weiß nicht mehr, was das andere Tier war. Okay, wir müssen auf jeden Fall in... Verdammt, ich weiß nicht, wo wo der Eingang ist. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Hey, du bist krank. Ich bin auch krank. Wir sind alle krank. Ich freue mich so sehr. Ist das der Eingang? Nope. Okay. Geh, du, ja, weg. Verzieh dich. Mann, so unhöflich. Es sieht ein bisschen aus wie ein Eingang, aber ich glaube nicht, dass er hier ist, oder doch? Nee. So. Ich glaube, ich werde mich einfach kurz schlau machen, bevor ich hier ewig rumsuche. Was ist das da vorne? Ist das ein Felsen oder was ist das? Nee, das ist... Das ist ein Schädel, oder? Kann ich den scannen? Das möchte ich kurz nachsehen. Ob der scannbar ist. Ist das scannbar? Nein, aber ich brenne. Ist das vorne? Ich mache das so. Ich werde hier die Folge beenden. Werde mich in der Zwischenzeit schlau machen, wo der Eingang ist. Und in der nächsten Folge gehen wir dann rein. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ihr könnt eh nichts dagegen tun. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Macht's gut.